So, dann kommen wir zum Punkt 64. Zuvor will ich noch bekannt geben, dass eingegangen ist und verteilt dringlicher Antrag der Fraktion der SPD betreffend individuelles Grundrecht auf Asyl und sichere Herkunftsstaaten, Drucksache 19/3514. Dringlichkeit wird bejaht. Wir können diesen Antrag dann nach dem Top 66 der Aktuellen Stunde zu dieser Thematik aufrufen, ohne Aussprache abstimmen. Machen wir so. Jawohl. Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 64. Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend eine Aktuelle Stunde aus für Krankenhaus Lindenfels. Minister Grüttner gefährdet die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum. 19/3503. Das Wort hat die Frau Kollegin Schott, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Lindenfels, eine Gemeinde im Odenwald, kämpft mit ihrer Bevölkerung, ihrem Bürgermeister, den Ärzten in der Klinik und den niedergelassenen Kollegen und dem Pflegepersonal um den Erhalt ihres Krankenhauses. Lindenfels steht symbolisch für den ländlichen Raum in Hessen, und Lindenfels ist konkret. Konkret mit dem Kampf, konkret mit den Ideen und konkret in der Nennung der Möglichkeiten und stößt auf eine Landesregierung, die sich erst wegduckt und dann alle Initiative der Menschen vor Ort vom Tisch wischt und zum Schluss auch noch nachtritt. So erzeugt die Landesregierung Politikfrust und setzt die Gesundheit der Menschen aufs Spiel. Ich höre Sie schon sagen, Herr Minister Grüttner, wir sind nicht zuständig. Doch, das sind Sie, denn Sie tragen die Verantwortung für die gesundheitliche Versorgung in Hessen, auch im ländlichen Raum. Und da können Sie sich nicht hinter der KV oder sonst wem verschanzen. Und Sie haben diese Woche hier gesagt, da ist einfach schlecht gewirtschaftet worden. Da könnten Sie doch nichts dafür. Auch das ist falsch. Es gibt ein Krankenhaus, das ist alt und marode und zu groß und steht am falschen Ort, im engen Ortskern. Es braucht einen Neubau, und Sie sind zuständig für die Infrastruktur und müssen die sicherstellen. Seit Monaten bemühen sich Menschen hoch engagiert in Lindenfels, eine wirtschaftlich tragbare Gesundheitsversorgung sicherzustellen. Und von Ihnen bekommen Sie keine Hilfe. Stattdessen sagen Sie nicht einmal eine Woche, nachdem Sie das Aus für das Krankenhaus erklärt haben, Sie vermissten den Elan bei der Rettung. Wenn wir überall so viel Elan in diesem Land hätten, wären wir viel, viel weiter. Tatsache ist, es findet keine Planung statt, welche und wie viele Krankenhäuser wir brauchen, wie diese die gesundheitliche Versorgung gemeinsam mit den niedergelassenen Ärztinnen in der Region erbringen können. Das Krankenhausstrukturreformgesetz des Bundes stellt einen Strukturfonds mit 50% Landesmittel zur Verfügung, um Krankenhäuser und Betten abzubauen. Notwendig wäre eine sinnvolle Planung. Es findet aber lediglich ein knallharter Wettbewerb statt, in dem die Häuser, die defizitär, kommunal, auf dem Land und klein sind, niederkonkurriert werden. Das Vergütungssystem mit den Pauschalen führt zu einem ruinösen Wettbewerb. Jede Klinik muss so viel wie möglich operieren, um das Geld zu verdienen, mit dem man in diesem Konkurrenzkampf überleben kann. Dies führt zu einem massiven Personalmangel, zu Hygieneproblemen, überforderten und ausgelaugten Pflegekräften und die Gefährdung der Gesundheit bei Patientinnen und bei Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Die Länder kommen ihrer Pflicht, die Investitionskosten der Krankenhäuser zu finanzieren, nicht nach. Bundesweit fehlen bis zu 60 Milliarden € für Investitionen. Hessen steht auf dem drittschlechtesten Platz in diesem Ranking. Vor 10 Jahren haben in Lindenfels 6 Hausärzte die Patienten versorgt. Bis in die 90er gab es zusätzlich zum Luisenkrankenhaus noch 2 Privatkliniken, niedergelassene Fachinternisten, Chirurgen und Gynäkologen. Jetzt gibt es in Lindenfels 3 Hausärzte, die alle über 60 sind. Das Durchschnittsalter liegt bei über 64. Das Einzugsgebiet der Bereitschaftsdienstzentrale hat 80.000 Einwohner. Wenige alte Allgemeinmediziner betreuen viele multimorbide Patienten bei einer sehr ungünstigen Topografie. Das ist nicht mein Satz, sondern das ist der Satz einer dieser niedergelassenen Ärzte in Lindenfels. Das Krankenhaus hat seit Längerem eine weitreichende Ermächtigung zur Behandlung ambulanter Patienten. Es gibt so gut wie keine niedergelassenen Fachärzte mehr.
Hier konnte das Luisenkrankenhaus über die Jahre hinweg in der Notfalldiagnostik und Therapie die wegfallenden Fachärzte ersetzen und die niedergelassenen Hausärzte unterstützen. Und ich will noch etwas zum Konzept sagen, das man sich dort überlegt hat. Denn wenn wirklich das Krankenhaus geschlossen wird, dann zieht es eine Kettenreaktion nach sich. Wir haben 27 Seniorenheime, die dort versorgt werden müssen. Wir haben eben diese älteren Menschen, die da sind. Wir werden dann in der Region erst einmal über 100 Arbeitsplätze im Krankenhaus direkt verlieren. Und es wird natürlich in der Folge Schließungen der Altenheime geben. Wir werden Apotheken verlieren. Wir werden noch mehr Abwanderung haben. Wir werden das kann man sich doch ausrechnen. Das kann man doch aus vergleichbaren Zahlen ableiten. Und es gibt ein gutes Konzept, das die Menschen dort erarbeitet haben, ein neues kleines Krankenhaus angedockt an ein Reha-Zentrum mit Synergieeffekten. Nein, aber die WIBank kann es beurteilen, und die hat es gut beurteilt, und die kann das sicherlich besser als ich. Und wenn Sie hier sagen, das stimmt nicht, dann ist das eben nicht die ganze Wahrheit. Die ganze Wahrheit ist nämlich, dass die WIBank durchaus gesagt hat, dass das im Rahmen des Möglichen liegt. Und selbst der Finanzminister sieht das ja sehr viel differenzierter. Nein, hier hat ein Gesundheitsminister einen Plan vom Tisch gewischt, ohne mit den Menschen vor Ort wirklich gesprochen zu haben. Ganz im Gegenteil. Die sind hier abgekanzelt worden, als sie da waren, um ihre Unterschriften zu überbringen. Das war schon unter aller Würde. Der Chef der Klinik ist aus zwei Gesprächen wieder ausgeladen worden. Das finde ich nicht der Dialog mit den Bürgern. Das finde ich nicht, die Menschen ernst zu nehmen und nach Lösungen zu suchen. Die Lösungen, die dort angeboten worden sind, die waren gut, die waren beratenswert. Man hätte sich sehr viel ernsthafter damit auseinandersetzen müssen. Denn es gibt ein Gesamtkonzept, das gerechnet worden ist von diesen Menschen dort, das tragfähig ist und das man hätte ernst nehmen müssen. Und da brauchen Sie auch gar nicht mit dem Kopf zu schütteln, Herr Stephan. Sie sind ja auch noch. Sie sind da ja auch nur hingegangen, um Sonntagsreden zu halten. Man hätte, wenn man das Krankenhaus nicht gewollt hätte, den Menschen von vornherein sagen können, bemüht euch nicht, wir werden in keinem Fall, egal was da passiert, dieses Krankenhaus erhalten. Dann hätten sich viele Menschen viel Mühe und viel Arbeit ersparen können und hätten sich auch viel Frust erspart. Das wäre nämlich auch hilfreich gewesen, weil erst ein Signal auszugeben, ja, wenn ihr eine Lösung habt, dann können wir darüber reden. Aber wenn ihr keine habt, dann ist es eben aus. Menschen haben da Frau Kollegin Schott, Sie müssen zum Schluss kommen. Herr Grüttner, Sie werden gleich viele Punkte aufzählen, weshalb das Krankenhaus geschlossen werden würde. Wenn es hier mehr Redezeit geben würde, könnte ich Ihnen alle diese Punkte auch einzeln zerlegen. Vielen Dank, Frau Kollegin Schott. Das Wort hat der Abg. Dr. Bartelt, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Kein Krankenhausträger schließt gerne seine Klinik. Der Bürger reagiert mit Wehmut und stellt kritische Fragen. Das ist sehr gut nachvollziehbar. Der Bürger fragt sich aber auch, wie er sich verhält, wenn er ein Krankenhaus wählt, in dem er sich operieren lassen muss oder eine Krankheit behandeln lässt. Er wird den Hausarzt fragen, das Internet konsultieren, wo die größte Erfahrung ist und wo die höchste Reputation vorhanden ist. Das führt nun einmal zu einer verminderten Nachfrage in kleineren Häusern der Allgemeinversorgung. Wir alle möchten bei Notfalleinweisung in eine Klinik gebracht werden, in der bei Verdacht auf Herzinfarkt die Herzkatheteruntersuchung schnell durchgeführt werden kann und bei Verdacht auf Schlaganfall das Computertomogramm schnell vorliegt. Das führt zu Strukturveränderungen der Krankenhauslandschaft. Und wer den Leuten etwas anderes erzählt, streut ihnen Sand in die Augen und ist unseriös, meine Damen und Herren. So hat die Luisenklinik in Lindenfels derzeit nur noch eine Auslastung von 39% der 110 Betten. Wir haben heute 45 Betten bei 120 Angestellten, Defizite über mehrere Jahre und einen sehr hohen Investitionsbedarf. Und, Frau Schott, die Träger des Hauses waren immer gemeinnützig. Es waren der Hessische Diakonieverband, Agaplesion, kirchliche Träger, zuletzt der Südhessische Klinikverbund mit dem Mehrheitseigner Uniklinik Mannheim und weiteren kirchlichen Trägern. Es waren keine Renditejäger, die jetzt ein unprofitables Haus abstoßen, meine Damen und Herren.
Auch innerhalb des Verbundes mit einem starken Partner Mannheim war es eben nicht möglich, eine Perspektive zu entwickeln. Der Südhessische Klinikverbund musste Anfang des Jahres Insolvenz anmelden. Die anderen Häuser Bensheim und Lampertheim werden voraussichtlich einen neuen Träger finden. Lindenfels wird den Klinikbetrieb einstellen müssen. Es wurde noch versucht, in Zusammenarbeit mit niedergelassenen Ärzten den Betrieb fortzusetzen. Und für das Engagement ist auch zu danken. Das genossenschaftsähnliche Konzept erlangte aber nie eine Umsetzungsreife. Insbesondere fehlte das Eigenkapital zur Gründung einer Trägerschaft. Und da die kirchlichen Träger gefragt worden sind und dies abgelehnt haben oder unter Gremienvorbehalt gestellt haben, können Sie jetzt nicht davon sprechen, dass private Träger oder ein Profitgier zu dem Einstellen dieses Betriebes geführt hat, meine Damen und Herren. Der nötige Neubau an der benachbarten Eleonorenklinik befand sich allenfalls in der Vorplanung. Es wurden vom Ministerium und insbesondere auch von den Wahlkreisabgeordneten Frau Landert und Herr Stephan, Sie haben sie besucht und haben umfangreich Fragen gestellt, was denn noch machbar ist. Aber es war eben nicht möglich. Und dass in dieser Situation das Land die Übernahme einer Bürgschaft über 3 Millionen € ablehnt, das ist richtig. Eine andere Entscheidung wäre nicht zu verantworten. Meine Damen und Herren, im Hinblick auf die Zukunft ist festzustellen, erstens, die stationäre Versorgung ist durch die Kreiskliniken Heppenheim gesichert. Das ist ein Haus der Vollversorgung und hat eine enge Vernetzung mit den Universitätskliniken Heidelberg. Weitere Kliniken im Umfeld sind Bensheim, Lampertheim, Kreisklinik Erbach und die Unikliniken Heidelberg und Mannheim. Zweitens, bei Auflösung des Südhessischen Klinikverbundes müssen die Belange der Arbeitnehmer der Luisenklinik beachtet werden. Die neuen Träger von Bensheim und Lampertheim und auch der bisherige Mehrheitseigner Mannheim müssen hier in die Pflicht genommen werden. Darum sollten Sie sich kümmern, die Belange der Arbeitnehmer statt Luftschlösser zu bauen. Drittens. Der durch Bundesgesetz zu schaffende Strukturfonds kann bei der Umwandlung der Luisenklinik in eine soziale Einrichtung, z.B. alten Wohnanlage, finanziell helfen. Der Insolvenzverwalter des Klinikverbundes wird mit einem Konzept einen Antrag stellen können, und wir werden von der Politik dies auch, wenn gewünscht, helfend begleiten. Die Landesregierung, Sozialminister Grüttner und die Sie tragenden Fraktionen, das Engagement der Wahlkreisabgeordneten ist hier besonders hervorzuheben, werden sich für die qualifizierte Versorgung der Menschen und die Interessen der Arbeitnehmer der Klinik Lindenfels und für die Infrastruktur der Gemeinde einsetzen. Vielen Dank. Sehr gut. Vielen Dank, Kollege Dr. Bartelt. Das Wort hat die Frau Abg. Hartmann, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Auf die Frage, was diese Landesregierung für den Fortbestand des Luisenkrankenhauses Lindenfels getan hat, hätte ich bis Anfang dieser Woche geantwortet. Sie hat sich redlich bemüht. Zwar war der Sozialminister nie vor Ort, er hat aber zwei sehr qualifizierte Ministerialbeamte zu den runden Tischgesprächen geschickt, die sich auch sehr konstruktiv beteiligt haben. Eine Lösung ist aber daran gescheitert, dass das Finanzministerium nach zähen Verhandlungen letztendlich eine Bürgschaft zur Finanzierung eines Übergangskonzeptes abgelehnt hat. Doch seit Dienstag dieser Woche habe ich ernsthafte Zweifel, ob diese Landesregierung jemals ernsthaft am Fortbestand des Luisenkrankenhauses interessiert war oder ob es vorrangig darum ging, den schwarzen Peter den Verantwortlichen vor Ort zuzuschieben. Die Erklärung von Ihnen, Herr Sozialminister Grüttner,
es hätte mehr Elan von den Interessierten vor Ort geben können, wie aus einer Presseerklärung hervorgeht. Das ist doch ein Schlag in das Gesicht der Verantwortlichen vor Ort. Es ist auch ein Schlag gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, die mehr als 22.000 Unterschriften für den Erhalt dieses Krankenhauses gesammelt haben, die bei Wind und Wetter, bei Schnee, bei Starkregen zu den Montagsdemonstrationen gekommen sind. Das ist eine Geringschätzung, die nicht zu toppen ist. Ich frage mich, wie sich die Bürgerinnen und Bürger fühlen müssen, aber auch die Beschäftigten, die mit viel Herzblut für die Rettung dieses Krankenhauses gekämpft haben. Ich halte es auch für ungeheuerlich, dass Sie bei den runden Tischen, bei den 19 Demos, bei den unzähligen Gesprächsrunden vor Ort, dass Sie da nicht anwesend waren. Und jetzt, nachdem das gescheitert ist, den Vorwurf machen, das Engagement vor Ort wäre nicht ausreichend gewesen. Und dem Termin jetzt am Montag, dass ich als Oppositionsabgeordnete zu einem solch wichtigen Termin nicht eingeladen werde, das überrascht mich nicht. Etwas eigenartig fand ich aber, dass Herr Bürgermeister Helbig zu diesem Termin auch keine Einladung hatte. Und noch eigenartiger fand ich, dass der Sozialminister. Meine Damen und Herren, es wird schon bald 30 Grad. Bitte Beruhigung wieder. Es geht weiter. Frau Hartmann hat das Wort. Dass der Sozialminister sich nicht den Fragen der dort anwesenden besorgten Bürgerinnen und Bürgern gestellt hat. Und Sie wissen genau. Und Sie wissen genauso gut wie ich, dass mit dem Wegfall dieses Krankenhauses, dass da auch die hausärztliche Versorgung und die ärztliche Versorgung generell in dieser Region hochgefährdet ist. Und ich war auch dabei. Vielleicht hätten Sie da auch mal kommen können, als die Delegation aus Lindenfels hier versucht hat, die 22.000 Unterschriften zu übergeben. Es war ein anderer Vertreter des Ministeriums, der sich geweigert hat, diese Unterschriften entgegenzunehmen. Ich habe die Enttäuschung von den Menschen gesehen, die wirklich jeden Hoffnungsschimmer noch aufgegriffen haben, um dieses Krankenhaus zu retten. Und insbesondere dem Chefarzt Dr. Wali gegenüber, der mit Unternehmensberatern ein integriertes Versorgungskonzept Luise Leit ausgearbeitet hat, demgegenüber finde ich den Vorwurf besonders unverantwortlich. Das von ihm entwickelte Luise-Leit-Konzept hat eine Fortführung des Krankenhauses in genossenschaftlicher Trägerschaft und unter Einbeziehung eines medizinischen Versorgungszentrums vorgesehen. Fachärzte sollten ebenso wie Hausärzte mit einbezogen werden und die Synergieeffekte daraus genutzt werden. Ein solches Konzept hätte Modellcharakter durchaus auch für andere ländliche Regionen hier in Hessen haben können. Und hierzu hätte es eines gewissen Muts bedurft, den diese Landesregierung nicht aufgebracht hat. Und wenn ich an die gestrige Diskussion um Biblis denke, da gab es durchaus Situationen, wo diese Landesregierung Mut gezeigt oder auch ein bisschen mehr Übermut gezeigt hat, den ich mir jetzt gewünscht hätte, wo es um weitaus höhere Summen ging als um eine Bürgschaft für 3 Millionen €. In dem Konzept Luise Leit wurden realistische Möglichkeiten aufgezeigt, wie die Gesundheitsregion Odenwald mit mehr als 70.000 Menschen zukunftsorientiert, bedarfsorientiert und wirtschaftlich hätte organisiert werden können. Berücksichtigt war, was Frau Schott schon gesagt hat, dass es 27 Altenheime gibt mit zum Teil Schwerstpflegepatienten, die auch des Öfteren in ein Krankenhaus müssen. Diese müssen dann 50 oder 100 Kilometer weiter gekarrt werden. Das halte ich für unverantwortlich. Frau Kollegin Hartmann, Sie müssen zum Schluss kommen. Herr Sozialminister, Sie haben angekündigt, dass Sie jetzt zu einem weiten runden Tisch, obwohl es die Zuständigkeit des Kreises ist, zum Thema Organisation der ambulanten Versorgung einladen werden. Ich bin mal gespannt, wie weit Sie sich da engagieren, dass der Erhalt der ambulanten Versorgung gesichert werden kann.
dass die Hausärzte, die fachärztliche Versicherung gewährleistet wird. Wir werden Sie an Ihrer Aussage messen. Keiner muss sich Sorgen machen, dass die Gesundheitsversorgung nicht mehr sichergestellt ist. Wir werden das weitere Engagement dieser Landesregierung bezüglich der Gesundheitsversorgung im Odenwald mit Argusaugen begleiten. Vielen Dank. Das Wort hat der Abg. Florian Rentsch, Fraktionsvorsitzender der FDP. Einen Moment zur Geschäftsordnung. Kollege Uwe. Herr Präsident, da ich mir das Schreiben meines Briefes ersparen will, bitte ich Sie zu prüfen, ob der Ausdruck dummer Quark eben der Abg. Lennart zur Kollegin Hartmann parlamentarisch angemessen war. Das prüfen wir. Und der Kollege Florian Rentsch hat jetzt das Wort. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich doch einmal in Ruhe prüfen bei 30 Grad. Dann sehen wir mal, was rauskommt. Kollege Florian Rentsch hat das Wort. Meine sehr geehrten Damen und Herren, scheint dann doch Auswirkungen zu geben der Großen Koalition in Berlin. Das Verhältnis zwischen Sozialdemokraten und Christdemokraten ist gar nicht mehr so eng, wie ich das gedacht habe. Aber, meine Damen und Herren, ich glaube, wir sind uns an einem Punkt einig. Das Thema, das DIE LINKE heute gesetzt hat hier im Hessischen Landtag, ist für die Region, Frau Kollegin Schott, mit Sicherheit ein wichtiges Thema. Aber ich sage, ich wundere mich schon, dass die Linken situativ die Situation eines Krankenhauses hier thematisieren, ohne überhaupt einmal über die Gesamtstruktur der hessischen Krankenhauslandschaft hier das Gespräch zu führen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das ist eigentlich die Grundsatzfrage, die den Hessischen Landtag beschäftigen sollte, Frau Kollegin Wissler. Ein bisschen mehr als sozusagen den Protest vor Ort in den Hessischen Landtag zu tragen, wäre es besser gewesen, einmal ein Gesamtkonzept einzubringen, zu fordern seitens der LINKEN, wie man mit der Krankenhauslandschaft in Hessen umgeht. Leider haben Sie das heute nicht getan. Wer sich die Zahlen? Ich muss wirklich sagen, ich habe in den letzten Jahren viel Unqualifiziertes gehört seitens der LINKEN. Heute ist es eine neue Steigerungsform, muss ich wirklich feststellen. Und leider haben Sie, glaube ich, vom Thema Krankenhäuser, haben Sie leider in den Debatten in den letzten Jahren, wenn wir auf Podien mit der Krankenhausgesellschaft, mit der Hessischen Kassenärztlichen Vereinigung, mit anderen Institutionen, mit dem Marburger Bund gestritten haben, habe ich immer die LINKEN vermisst bei der Frage mit einem guten Konzept, wie man mit einer Situation umgeht. Herr Kollege Schaus, wo auf der einen Seite das Bedürfnis der Menschen in einer Region, was gesundheitliche Versorgung angeht, und auf der anderen Seite auch, glaube ich, der Anspruch der Gesellschaft, wirtschaftliche Strukturen zu fordern. Ich weiß, das ist bei den LINKEN kein Thema, wie man diese beiden Pole zusammenbringt. Und deshalb ist es richtig gewesen, das, was die Hessische Landesregierung in dieser Frage gemacht hat, mit einem Krankenhausgesetz zu versuchen, beide Elemente unter einen Hut zu bringen. Und das ist ja nun kein ganz einfacher Punkt. Auf der einen Seite einen Strukturwandel, den wir haben, dass wir eben eine demografische Entwicklung auch in den ländlichen Bereichen haben, die eben dazu führt, Herr Kollege Schaus, wenn man sich die Zahlen anschaut, dass wir bei der Auslastung der Krankenhäuser, z.B. in Lampertheim, nur noch 78 haben, in Bensheim nur 58 und in Lindenfels nur 39 meine sehr geehrten Damen und Herren. Über diese Frage wird man doch wohl noch debattieren dürfen. Ich weiß, solche Zahlen verhindern gelegentlich die muntere Debatte, aber sie sind für eine solche Debatte schon wesentlich, dass man sich anschaut, wie ist die Situation wirklich vor Ort. Der demografische Wandel hat natürlich Auswirkungen, dass die Nachfrage nach Krankenhäusern in den ländlichen Gebieten weniger wird, auch wenn die Menschen, die dort wohnen, natürlich den Anspruch haben, eine medizinisch-stationäre Versorgung zu haben. Und deshalb, glaube ich, muss man sich den Einzelfall hier sehr genau anschauen, ohne das Große und Ganze aus dem Blick zu verlieren. Ich will einmal vorne anfangen. Das, was Bundesgesundheitsminister Gröhe in dieser Frage macht, halte ich für richtig. Eine Qualitätsdebatte zu führen, zu schauen, wie sind die Strukturen von stationären Einrichtungen, ist die Qualität wirklich gegeben, wenn nur eine geringe Fallzahlquote erreicht wird. Und ich glaube, dass es auch der richtige Punkt ist, wenn man mit den Patienten redet. Die Patienten wollen in Krankenhäusern behandelt werden, wo man mit Sicherheit davon ausgehen kann, dass man eine gute medizinische, qualitativ hochwertige Versorgung hat. Das ist der richtige Weg. Dass man über die Details streiten kann und wird, glaube ich, Kollege Grüttner auch so, ist völlig in Ordnung. Aber diesen Weg werden wir gehen müssen. Und der zweite Punkt, Herr Kollege Schaus, weil Sie sich gerade so massiv eingebracht haben bei dem Thema, ich habe völliges Verständnis für die Menschen vor Ort, dass sie sich wünschen, dass ihr Krankenhaus bestehen bleibt,
Aber ich glaube, der zweite Punkt, der ja auch versucht worden ist, jedenfalls in der Recherche, die wir vorgenommen haben, die wirtschaftliche Situation, die ja nun in den letzten Jahren alles andere als gut war, zu versuchen zu stabilisieren mit Kooperation, mit der Frage eines anderen Nutzungskonzeptes, hat leider nicht funktioniert. Und jetzt frage ich Sie einmal zum Schluss, was ist denn die Antwort des Hessischen Landtags auf eine solche Situation? Ist die Antwort die, dass wir sagen müssen, weil sich so viele Menschen vor Ort dafür einsetzen, und ja, das muss man ernst nehmen, da haben Sie recht, da bin ich bei Ihnen, sind die Fragen der wirtschaftlichen Tragfähigkeit eines solchen Hauses nicht relevant? Ist das dann die Antwort, dass wir den Krankenhäusern, die sich bemühen, wirtschaftlich ordentliche Zahlen zu realisieren, dass wir die quasi nicht berücksichtigen und sagen, weil in Lindenfels sich der Herr Schaus so für das Krankenhaus einsetzt und weil er das natürlich auch medial hier ein Stück vermarkten kann, im Hessischen Landtag müssen wir uns für dieses Krankenhaus andere Finanzierungsgrundlagen überlegen, als wir das in jedem anderen Fall hätten. Und ich sage einmal einen Punkt. Wenn der Bürgschaftsausschuss des Landes sagt in einer solchen Frage, dass das Ausfallrisiko bei über 50 liegt, ist dann die Antwort des Landes Hessen, dass wir für diesen Einzelfall die Grundlage, die in jedem anderen Einzelfall gelten muss, hier abändern? Nein, meine Damen und Herren, auch wenn die Antwort nicht bequem sein mag für die Region dort, diese Antwort kann man nicht geben. Wir müssen schon verlässlich bleiben bei der Frage, welche Regeln wir uns selber und die Institutionen, die dem Land unterstehen, gegeben haben. Es kann nicht sein, dass wir hier anders organisieren. Und deshalb will ich zum Abschluss sagen, ich würde mich freuen, wenn wir von dem Einzelfall wieder zur großen Gesamtsystematik kommen würden. Der Einzelfall verdient es, mit Sicherheit diskutiert zu werden. Was nicht in Ordnung ist, ist, dass wir sozusagen versuchen, Herr Kollege Schaus, ohne dass Sie eine Antwort gegeben haben, wie Sie es wirklich machen wollen, hier den Eindruck erwecken, Sie wären die großen Heilsbringer hier dort in der Region. Ich kann den Menschen dort sagen, Herr Schaus und seine Fraktion ist es mit Sicherheit nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Bevor wir weitermachen, meine Damen und Herren, wir haben das hier einmal kurz besprochen. Quark ist eigentlich ein sehr nahrhaftes und vernünftiges Lebensmittel. Dummer Quark ist nicht erste Sahne, sind wir uns auch einig. Aber wir, ach, wer sind der Meinung? Ich habe es gar nicht gehört, muss ich sagen. Ich bin ja dankbar, dass die jungen Leute da neben mir sitzen. Wir sind aber der Meinung, dass das wird nicht geruhigt bei so einem Wetter und Quark. Und man lasse es so, wie es ist. Aber es ist jetzt einmal angesprochen worden. Ich glaube, da sind Sie alle zufrieden. Gut. Oder? Kein Widerspruch? Dann ist das einmütig so festgehalten. Dann hat der Kollege Bocklet jetzt das Wort, BÜNDNIS 90 GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr Kollege Rentsch, ich muss Ihnen tatsächlich in vielen Punkten recht geben. Es bedarf in der Tat in der Gesundheitspolitik Frau Kollegin Schott, ein bisschen mehr kühlen Kopf. Ich möchte zunächst erst einmal etwas sehr Menschliches sagen wollen, bevor ich zu dem politischen Teil komme. Ich finde immer, wenn Einrichtungen geschlossen werden müssen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Job verlieren oder Ärzte auch, dann ist das etwas Tragisches, das ist etwas sehr Unangenehmes. Ich glaube, in diesem Hause ist niemand, der das auch nicht tatsächlich als tragisch und zutiefst unangenehm empfindet. Unsere Gedanken gilt natürlich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich jetzt Sorgen um ihre Zukunft machen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber wer weiß, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Linkspartei und auch von der SPD, Sie wissen alle, wie die Krankenhausplanung, die Bedarfsplanung, die Versorgungsplanung funktioniert. Sie wissen das alle. Ich hoffe es zutiefst, dass Sie das wissen. Und wenn Sie sich dann den Raum, den Odenwald und der Bergstraße anschauen, und Sie wissen um die Krankenhausstruktur, und Sie wissen darum, wie dort geschaut wird, ist die Notfallversorgung gewährleistet? Ist dort die Versorgung mit Ärzten gewährleistet, die Angebote, die man vorhalten muss, die notwendig sind? Und wenn Sie die Ergebnisse kennen, dann wissen Sie, dass Lindenfels in mehrfachen Betrachtungen in der Tat nicht ein zwingend notwendiger Standort ist, zum einen. Und wenn Sie das dann addieren mit dem, was Kollege Rentsch gesagt hat, mit einer Auslastungsquote von 39 zweitens, und drittens addieren damit, dass es über Jahre durch mehrere Trägerschaften ein hochdefizitäres Krankenhaus war. Wenn Sie all diese drei Punkte sehen, Versorgungsnotwendigkeit, die defizitäre Lage, die schlechte Auslastung, wenn Sie dann wirklich immer noch sagen, es sei Schuld, wie es in Ihr Titel suggeriert,
Herr Grüttner gefährde die Gesundheitsversorgung vor Ort, dann ist das bar jeden Sinnes, und es ist wirklich zutiefst unseriös, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben kein staatliches Gesundheitssystem, das mal eben aus der Hüfte sagt, wir wollen dieses oder jenes Krankenhaus subventionieren vom Land mit mehreren Millionen und halten es deshalb aufrecht, egal wie stark es genutzt ist, egal wie stark es benötigt wird, sondern wir pumpen da ein paar Mal Millionen rein, und dann tut es uns allen vor Ort gut. Frau Hoffmann, Sie haben es gesagt, Sie wollen das mit Biegen und Brechen erhalten. Aber wenn Sie all die Daten und Fakten zur Kenntnis nehmen, ist dieses Krankenhaus, so bitter es ist, nicht zukunftsfähig. Und dann muss ich Ihnen etwas sagen. Dann greift etwas, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Linkspartei, was wirklich gefährlich ist. Wenn wir den Menschen mit solchen populistischen Anträgen die Schuld suchend auf das Land hindeuten. Doch, Kollegin Wissler, ich finde das gefährlich. Ich will Ihnen erklären, auch warum. Immer wenn irgendetwas vor Ort schiefläuft, nicht betriebswirtschaftlich geführt werden konnte, wenn dann etwas pleite geht, dass man dann sagt, der andere ist schuld und der andere soll es retten und den Eindruck suggeriert und den Eindruck suggerieren will und den Eindruck erwecken will, dass es eine böse politische Absicht war, dann muss ich zuerst sagen, dass ich das zutiefst gefährlich finde, weil es das Politikvertrauen insgesamt komplett untergräbt. Das ist Unfug, meine sehr verehrten Damen und Herren. So ist es nicht. Nein, das macht mich auch sauer. Man kann nicht immer nur so populistisch auf jede noch so dahergekommene Protestbewegung sich draufsetzen. Unsere Aufgabe ist es. Unsere Aufgabe ist es, liebe Kolleginnen und Kollegen. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, Frau Wissler, kann ich jetzt mal einen Satz zu Ende? Sie können meine Damen und Herren, machen wir langsam einen Moment, Markus, bis wieder Ruhe ist. Meine Damen und Herren, der Kollege Bocklet hat das Wort. Bitte, dass wir uns wieder beruhigen. Alle miteinander, von links nach rechts, insgesamt. So, jetzt geht's weiter. Markus Kobach, bitte. Jede Protestaktion, Herr Kollege Schmidt, hat seine Legitimation. Jeder hat das Recht, eine Protestaktion abzugeben, selbstverständlich. Die Bürgerinnen und Bürger des Odenwaldkreises Bergstraße können sich dafür selbstverständlich engagieren. Das hat mein volles Verständnis. Ich habe es projiziert auf die Linkspartei. Wenn es sich immer darum geht, sich obendrauf zu setzen und zu sagen, es ist so wie vor Ort, es gibt diese Notwendigkeit, nicht mehr das wahr aufzurechnen. Dieses Krankenhaus ist defizitär. Dann zu sagen, die Schuld liegt beim Land, es hat sich nicht engagiert, das finde ich zutiefst unseriös. Und so kann man keine Gesundheitspolitik machen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nein, weil der Protest so hoch raussteht. Natürlich will ich mich bei den Bürgern nicht, die Bürger nicht beschimpfen, wenn sie protestieren. Das ist nicht der Punkt. Aber was ich zutiefst ärgerlich finde, ist, dass Sie es befördern, und es schafft eine Politikverdrossenheit, wenn Sie suggerieren, das Land muss nur genug Millionen in das Fass schütten, und dann läuft der Laden weiter. So kann es nicht funktionieren. Wir haben auch manchmal die Aufgabe, Unangenehmes zu erklären. Das ist nicht immer schön. Und wir haben es zu erklären, dass das Haus betriebswirtschaftlich nicht zu führen ist, dass die Notfallversorgung und die medizinische Versorgung gesichert ist, dass das nicht schön ist. Das müssen wir manchmal erklären. Das müssen wir manchmal erklären, und wir tun es auch. Und ich finde es schlimm, dass Sie sich da draufsetzen und jedes Mal versuchen, einen populistischen Erfolg zu erzielen. So können wir keine zukünftige Gesundheitspolitik in diesem Lande gestalten. Und es ist tatsächlich auch gefährlich, wie Sie es tun, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vielen Dank, Kollege Bocklet. Das Wort hat der Sozialminister, Staatsminister Stefan Grüttner. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Vehemenz, mit der diese Diskussion geführt wird, zeigt, dass die Frage der gesundheitlichen Versorgung eine existenzielle Frage ist. Und das ist auch richtig so, weil Punkte, sich um seine Gesundheit zu kümmern, die gesundheitliche Versorgung sichergestellt zu wissen, sind wichtig und existenziell. Umso bedauerlicher finde ich, und das will ich von Anfang an sagen, weil ich durchaus auch in parlamentarischen Debatten Stellung beziehen kann, das werde ich auch noch tun, einen Vorwurf, den ich nicht unwidersprochen
stehen lassen möchte, der mir gemacht worden ist von Frau Schott. Sie hat nämlich wörtlich gesagt, der Sozialminister, der Gesundheitsminister setzt die Gesundheit der Menschen auf das Spiel. Das weise ich mit Nachdruck zurück, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und der Beginn einer solchen Diskussion mit einer solchen Aussage zeigt, dass es an dieser Stelle nicht um die Fragestellung der Auseinandersetzung in der Sache geht, sondern dass es ausschließlich darum geht, auf der Fragestellung einer emotionalen Basis den Versuch zu machen, andere zu diskreditieren oder vielleicht ein Stück Zustimmung zu einer nicht sachlich geführten Debatte und Punkte zu erhalten. Und dann scheut man sich halt auch nicht davor zurück, Unwahrheiten zu sagen oder falsch zu interpretieren. Und das auch noch einmal an einem Beispiel. Wer dem Land Hessen vorwirft und den sie tragenden Fraktionen, den Regierungen, der Regierung und den sie tragenden Fraktionen, wir wären bei der Investitionsförderung im Krankenhauswesen an drittletzter Stelle, der kennt die Zahlen nicht. Wir sind deutlich pro Bett und in der Verhältnis der Einwohnerzahl mit in der Spitzengruppe der Bundesrepublik Deutschland. Und erstaunlicherweise ist es die Hessische Krankenhausgesellschaft, die Krankenhäuser selbst, die Träger dieser Krankenhäuser, egal ob gemeinnützig, ob privat oder ob sie kommunal geführt sind, alle der Überzeugung, das Land Hessen hat noch nie so viel für Investitionen in die Krankenhäuser getan wie zum jetzigen Zeitpunkt mit dieser Regierung. Und das ist ein Erfolg dieser Regierung. Und dann kommen wir einmal zu Lindenfels, zu der gesamten Frage. Also erstens mal, ich habe keinerlei Klinik geschlossen. Das sind Träger, die eine Entscheidung treffen, ob ein Klinikum weitergeführt wird oder nicht weitergeführt wird. Und in diesem Fall ist es der Südhessische Klinikverbund gewesen, als dritter, und zwar nicht privater Träger eines Krankenhauses, nachdem vorher Agaplesion als evangelischer Krankenhausträgerverband, der katholische Krankenhausträgerverband und zum Schluss der Südhessische Klinikverbund dieses Krankenhaus geführt hat und gesehen hat. Und da brauche ich die Belegungszahlen schlicht und einfach nicht noch einmal zu wiederholen, dass eine betriebswirtschaftliche Fortführung an dieser Stelle nicht möglich ist und nicht anders einen Weg einzuschlagen ist, als Insolvenz entsprechend anzumelden. Und dann fragen wir auch gar nicht, und das ist auch in Ordnung, dass dann natürlich versucht worden ist, und wir haben an diesem runden Tisch immer wieder mit daran teilgenommen, durch den Krankenhausreferatsleiter und den Abteilungsleiter, welche Alternativen überhaupt zu entwickeln gewesen ist. Und es ist eine Alternative entwickelt worden, ob man möglicherweise mit einem medizinischen Versorgungszentrum in der Frage ambulant und stationär den Versuch unternehmen könnte, noch ein geringes stationäres Angebot aufrechtzuerhalten. Und um dieses Konzept zu entwickeln, bedarf es einer Landesbürgschaft, damit das defizitäre Krankenhaus die nächsten zwei Jahre noch geführt werden kann, bis das neue Konzept umgesetzt hätte werden können. Nur damit man weiß, um was es an dieser Stelle geht. Und dieses wurde intensiv geprüft. Und die Fragestellung ist, dass diesem Bürgschaftsantrag ein Wirtschaftsplan beigefügt worden ist. Frau Hartmann hat ja eben dahingehend gesprochen, dass dieser Wirtschaftsplan mit Hilfe und Unterstützung von Wirtschaftsprüfern erarbeitet worden ist. Man ging aber davon aus, in diesem Wirtschaftsplan, dass die Verluste von aktuell 25.000 € im Monat sich direkt nach der Übernahme halbieren würden. Man ging ferner davon aus, dass man bereits im Jahr 2018 einen Neubau beziehen würde. Und man ging davon aus, dass das Krankenhaus dank steigender Patientenzahlen im Jahr 2020 bereits einen Gewinn von 500.000 € erwirtschaften würde. Die WIBank hat sich den Wirtschaftsplan aus Bankensicht angeschaut und kam zu dem Ergebnis, dass es erhebliche Risiken gab. Eine 50-prozentige Ausfallwahrscheinlichkeit wurde unterstellt. Und dabei 50-prozentiger Ausfall oder mehr als 50-prozentiger. Und das liegt schlicht und einfach daran, dass die dem Wirtschaftsplan zugrunde gelegten Daten vorne und hinten nicht stimmen. Vorne und hinten nicht stimmen. Steigende Patientenzahlen werden nämlich nicht zu 100 finanziert, wie im Wirtschaftsplan
verdeutlicht, sondern sie unterliegen einem dreijährigen Abschlag von 25 %, der sich durch die Krankenhausreform auch noch deutlich erhöhen wird. Wendet man einfach nur geltendes Bundesrecht an, so ergibt sich, dass 2020 kein Gewinn, sondern ein Verlust von 500.000 € wahrscheinlich ist, auch wenn die Patienten wie erwartet kommen. Aber auch der Neubau, der von allen Beteiligten als zwingend erachtet wird, dass er notwendig ist, um dieses Konzept umzusetzen, wird 2018 nicht stehen. Und dann, Herr Minister, Sie denken auch an die Redezeit. Ja, ich achte darauf, Herr Präsident. Und dann kommen wir zu der Fragestellung eines Termines in dieser Woche, zu Beginn dieser Woche, um das auch zu verdeutlichen. Es ist ein Termin, zu dem ich eingeladen worden bin, organisiert von zwei Kolleginnen und Kollegen aus der CDU-Landtagsfraktion, nämlich der Kollegin Lannert und dem Kollegen Stephan, die mich eingeladen haben. Also, wenn ich eine Einladung bekomme, informiere ich nicht den örtlichen Bürgermeister, ob er mich begleiten will, sondern das ist erst einmal eine Fragestellung eines Termines vor Ort. Wenn ich dorthin gehe, dann werde ich selbstverständlich informieren. Und dass eine Oppositionsabgeordnete nicht eingeladen wird zu einem Termin, kann ja durchaus Möglichkeit sein. Ach, Herr Schmidt, der Bürgermeister war doch bei mir im Ministerium. Der Bürgermeister war doch bei mir im Ministerium. Und dann sage ich Ihnen gleich etwas zu dem Bürgermeister an dieser Stelle. Die absolute Notwendigkeit zur Umsetzung dieses Konzeptes ist ein Neubau. Es war auch klar, dass möglicherweise ein Neubau in unmittelbarer Nachbarschaft der Eleonorenklinik dort unten stattfinden sollte. Bei meinem Gespräch, wir waren in der Eleonorenklinik, als es um die Frage von Rehabilitation ging, und bei meiner Frage den Verantwortlichen der Eleonorenklinik gegenüber, ob es schon einmal eine Anfrage bezüglich eines Neubaus und einer Kooperation gegeben hätte mit dem Lindenfelser Projekt Luise Leit, wurde gesagt, außer einem informellen, losen Ansprache ist an dieser Stelle nichts passiert. Die katholische Kirche, die mit 300.000 € einen Beitrag zur Deckung des Eigenkapitals leisten wurde, ist nicht angesprochen worden. Die evangelische Kirche hat außer einer Absichtserklärung, den Finanzausschuss der evangelischen Kirche mit dieser Frage zu beschäftigen, keine weiteren Schritte unternommen. Die Stadt Lindenfels hat bis am Abend vor der entscheidenden Sitzung des Bürgschaftsausschusses noch gesagt, den Beitrag, den wir als Stadt Lindenfels erbringen, erbringen wir nur, wenn der auch durch eine Bürgschaft des Landes abgesichert ist. Also, das ist dann tolles Eigenkapital. Und in der Nacht ist dieses weggemacht. Ja, Frau Schott, das sind Wahrheiten, die wollen Sie nicht hören. Und deswegen ist es auch durchaus denkt. Und deswegen ist es durchaus. Deswegen ist es. Sie haben es. Aber Herr Schmidt, wir wissen doch, wie das in diesem Kontext aussieht. Sie müssen schon zuhören. Sie müssen schon zuhören. Und deswegen ist ja von Anfang an die Frage diskutiert worden, inwiefern Gesundheitsversorgung an dieser Stelle auch kreisübergreifend in Form dessen, was die Landesregierung mit Paktpartnern in der Frage des Paktes zur Sicherstellung der gesundheitlichen Versorgung auf den Weg gebracht hat, über interkommunale Zusammenarbeit, beispielsweise mit dem Ärztenetz Odenwald, in anderen Bereichen zu einer Versorgung zu kommen. Auch die Region Lindenfels als Modellregion mit einer entsprechenden finanziellen Unterstützung auszustatten seitens des Landes, um ein entsprechendes Konzept zu erarbeiten. Dieses wurde wie Sauerbier der Stadt Lindenfels angeboten, mit dem Ergebnis, Sie haben noch nicht einmal einen Antrag gestellt, noch nicht einmal formuliert. Und deswegen sage ich, da hat es an Elan gefehlt, weil man etwas anderes machen wollte, als an dieser Stelle man das überhaupt ist. So, und jetzt geht es darum, schlicht und einfach die gesundheitliche Versorgung in diesem Bereich sicherzustellen. Und die gesundheitliche Versorgung können nur sicherstellen diejenigen, die vor Ort Verantwortung tragen, gemeinsam mit denjenigen, die für die Rahmensetzungen zur Verfügung stehen. Deswegen ist relativ klar, der Landrat hat schon gesagt, er nimmt diese Verantwortung an und wird einen entsprechenden Weg einschreiten, nachdem das Sozialministerium die Beteiligten erst einmal an einen Tisch bekommen hat. Und dort wird dann nicht so emotional gesprochen, weil letztendlich geht es um das Wichtigste oder mit das Wichtigste für einen Menschen, nämlich um die Sicherstellung seiner Gesundheit, wenn sie gefährdet ist. Und Sie können davon ausgehen, diese Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen werden nichts machen, was an dieser Stelle in eine falsche Richtung weist. Andererseits, wir sind keine Betreiber von Krankenhäusern und sind nicht für den
wirtschaftlichen Erfolg eines Krankenhauses verantwortlich. Das sind die Träger schon selbst. Vielen Dank, Herr Minister. Das Wort hat der Kollege Hermann Schaus. Sehr geehrte Damen und Herren, Herr Minister, wenn ich die Diskussion jetzt hier genau verfolgt habe, dann verstärkt sich bei mir der Eindruck, dass die Entscheidung über die Bürgschaft des Krankenhauses in Lindenfels schon lange, lange feststand und dass sie genau so gefallen ist, wie sie feststand, und dass letztendlich versucht wurde, den schwarzen Peter, denjenigen vor Ort, in die Schuhe zu schieben, die dafür nicht die Verantwortung tragen. Herr Minister, wenn Sie mehr Elan wünschen in der Region, dann stelle ich Ihnen einmal die Frage, was Sie darunter verstehen, wenn eine kleine Gemeinde wie Lindenfels 22.000 Bürger mobilisiert, die für den Erhalt ihres bzw. eine Neustrukturierung ihres Krankenhauses dann eintreten. 22.000 ist, soweit ich informiert bin, etwa das Dreifache der Wählerschaft in Lindenfels selbst, also in der, die gesamte Region. Es sind 20 bis 25% der gesamten Bevölkerung im Odenwald, die hier für den Erhalt dieses Krankenhauses eingetreten sind und eintreten. Ist das nicht genug Elan, frage ich, um eine Bürgschaft von 3 Millionen abzuwägen, auch nach den Interessen des Erhalts? Einen Moment, Kollege Schaus. Meine Damen und Herren, darf ich Sie bitten, etwas aufmerksamer hier in der Debatte zu sein und alle Gespräche am Rande bitte etwas zu verlagern. Sind Sie so lieb? Der Kollege Schaus hat das Wort. Ich will noch einmal darauf hinweisen, jede Fraktion hat, wenn sie will, 5 Minuten 45 Sekunden noch. Das ist die Zeit, die der Minister über der Zeit war. Und deshalb hat der Kollege Schaus das Wort und ich bitte Sie um Aufmerksamkeit. Also ich denke schon, dass hier genug Elan vor Ort war, und zwar sowohl der niedergelassenen Ärzte, Herr Rentsch, ich sage es einmal so flapsig, weil Sie ja auch so flapsig hier darüber diskutiert haben. Wir reden nicht nur mit den Spitzen der Ärzteschaft, sondern wir reden mit den Leuten vor Ort, die sich hier mit den Bürgerinnen und Bürgern dafür eingesetzt haben, dass die Gesundheitsversorgung in diesem ländlichen Raum erhalten bleibt und auch weiter besteht. Und das ist möglicherweise eine ganz andere Auffassung, die die Spitzenvertreter der Kassenärztlichen Vereinigung so öfters an den Tag legen. Und ich denke schon, meine Damen und Herren, dass die Frage in einer solchen Region, wo es in der Tat ganz oder überdurchschnittlich viele ältere Bürgerinnen und Bürger gibt, die auf die Gesundheitsversorgung angewiesen sind, auch darum gehen muss, die niedergelassene Ärzteschaft zu stärken, und zwar zu stärken durch ein Belegkrankenhaus, durch ein neues Belegkrankenhaus, das kleiner ist als das jetzige und das auch dazu führen kann, und da ist in der Tat Hoffnung drin an der Stelle, dass sich auch wieder mehr Ärzte in dieser Region niederlassen und daran beteiligen. Also insofern ist der Blick auf den Krankenhausplan, im Übrigen war Lindenfels im Krankenhausplan 50 Jahre drin, oder es ist immer noch drin. Also es kann ja dann nicht sein, dass das sozusagen eine Fehlleistung war, dass das ein überflüssiges Krankenhaus ist, sonst wäre es ja nie in den Krankenhausbedarfsplan reingekommen, dass dieses Krankenhaus in verkleinerter Form erhalten bleiben kann. Und deshalb noch einmal zu den Zahlen spielen, meine Damen und Herren. Die Auslastung eines Krankenhauses mit 120 Betten, soweit ich das im Kopf habe, lag bei 39%, ist hier gesagt worden. Das, was angestrebt war, ist ein Krankenhaus mit 60 Betten, also der Hälfte, als Belegkrankenhaus in Kooperation mit den niedergelassenen Ärzten. Da kann ich jetzt nach Adam Riese hergehen, will ich nicht tun, und sagen, na ja, dann wäre wohl die Auslastung
theoretisch dann bei 78 %, wenn ich so, wie Sie argumentieren würde. Das will ich nicht tun. Aber die Auslastung wäre möglicherweise höher, und sie wäre möglicherweise auch kostendeckend gewesen. Zur Kostendeckung, da würde ich gerne einmal mit der FDP über die DIGs und das, was die anrichten in den Krankenhäusern, diskutieren, und zwar Land auf, Land ab, aber das ist nicht unser Thema heute. Mein Thema ist und bleibt aber an dieser Stelle, und da hat Herr Bartels ja darauf hingewiesen, es seien Krankenhäuser der Maximalversorgung in der Nähe vorhanden. In Heppenheim, in Bensheim, in Lambertheim geht es noch weiter. Das sind 50, 60 Kilometer. Meine Damen und Herren, wenn wir beim Rettungsdienst, Frau Lannert, wenn wir beim Rettungsdienst über eine 10-minütige Zeit, Rettungszeit diskutieren, dann erklären Sie einmal einem älteren Patienten, wie er von Lindenfels oder der Umgebung im Odenwald in 10 Minuten in Heppenheim, in Bensheim oder in Lambertheim oder in Mannheim ist. Das geht nämlich nicht. Sie schaffen eine Versorgungslücke, und ich finde, das ist fahrlässig. Und ich kann Ihnen auch sagen, ich kann mich daran erinnern, dass andere Krankenhäuser, hier geht es um, Frau Lannert, hier geht es um 3 Millionen € Bürgschaft, um 3 Millionen € Bürgschaft. Ich will Ihnen einmal sagen, das Kreiskrankenhaus im Hochtaunus, die glücklicherweise sich dafür entschieden haben, in 15 km Entfernung von Bad Homburg auch in Usingen ein Krankenhaus neu zu bauen, hat vom Land zusätzlich mehr als 20 Millionen € erhalten, nur damit Sie ein PPP-Projekt machen. Also erzählen, Herr Kollege Schaus, Sie müssen zum Schluss kommen. Erzählen Sie mir nichts, dass diese 3 Millionen nicht in der, dass Sie nicht in der Lage gewesen wären, diese 3 Millionen hier als Bürgschaft zur Verfügung zu stellen, um Lindenfest zu erhalten. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Norbert Schmidt, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich will doch noch einmal, nachdem der Minister länger ausgeführt hat, noch einmal darstellen, dass ich schon glaube, und ich habe als Wahlkreisabgeordneter, sagen wir mal, besondere Interessen auch für das Kreiskrankenhaus in Heppenheim. Und da ist man in einer gewissen Konkurrenzsituation zu dem, was Bensheim aufgebaut worden ist, und zu dem, was der Südhessische Klinikverband gemacht hat. Und dennoch sage ich sozusagen aus dieser Perspektive heraus, dass wir sehr Acht passen müssen, was im ländlichen Bereich geschieht. Und ich glaube, Herr Minister, dass eine Chance vertan worden ist in zweierlei Hinsicht von Ihnen. Erstens, wir hätten hier und da mit großem Elan, mit großer Sachkunde und mit großem Einsatz von dem Chefarzt Dr. Walisch ein Konzept erarbeitet worden ist. Das, und darum geht es, das möglicherweise Modellcharakter gehabt hätte für auch andere ländliche Räume in Hessen. Und ich glaube, auch wenn man zu dem Ergebnis gekommen ist, dass es jetzt sofort wirtschaftlich ist, sondern man hätte an dem Konzept lernen können. Wir diskutieren heute über Projekte, da geht es um ganz andere Frage der Rentabilität. Oder wir haben, weil das Wort Erbach gefallen ist, zum Beispiel ein Schloss Erbach gekauft, mit ähnlichen Argumenten, was uns sozusagen jährlich ungeheure Summen weiterhin kostet. Also nur mal um die Frage jetzt ländlicher Bereich und was da alles argumentiert worden ist dazu. Sie haben die Chance vertan, Herr Minister. Glaube ich in zweierlei Hinsicht. Ein solches Modellprojekt mal aufzugreifen, zu sagen, haben wir eine Chance damit? Wollen wir es nicht mal ausprobieren? Und auch an einem solchen Projekt zu lernen für den ländlichen Bereich. Das ist der erste Hinweis. Der zweite Hinweis. Sie haben auch, glaube ich, eine Chance vertan hier mit einer Region. Und deswegen auch noch einmal der Hinweis, ich glaube, der Herr Bocklet wird nachher noch einmal etwas dazu sagen, wo die Sorgen der Bürger wirklich sehr groß sind, wie geht es mit ihrer Gesundheitsversorgung weiter, und wo ja nicht nur ein Protest da war, sondern wo über Alternativen erarbeitet worden ist, wo das auch gerechnet worden ist. Und wo ich sagen muss, ja, warum machen wir es denn? Weil Sie die Frage, was in Ihren Antworten, warum machen wir es denn nicht ähnlich wie in Rheinland-Pfalz? In Rheinland-Pfalz gibt es Zuschläge für den ländlichen Raum. Also dort werden dezentrale Krankenhäuser noch einmal anders unterstützt als in Hessen. Könnte das nicht, das sage ich jetzt als Firma, ich bin schon, dass wir eine ziemlich gute Region sind, aber wir haben den Odenwaldbereich und Lindenfels, muss man sagen, zwischen Lindenfels und Erbach,
25-30 Kilometer haben wir sozusagen an dem Ende nichts. Also über diese Strukturen muss man sozusagen auch reden, in Nordhessen an vielen Stellen auch. Also muss man sozusagen nicht über die Frage, Dr. Spies hat es bei uns, das leider ausgeschieden aus der Fraktion, der hat es immer wieder auch mal vorgetragen, brauchen wir nicht an solchen Punkten zustecken. Und das ist, wie gesagt, wird vom Tisch gewischt oder man stellt sich nicht der Diskussion. Und ich finde, darüber müssen wir doch nachdenken. Wir können doch nicht nur sozusagen die Interessen des Ballungsgebietes, und ich komme aus dem Ballungsgebiet, finde ich, sozusagen im Vordergrund stellen. Deswegen sage ich, Herr Minister, Sie haben auch mit der Diskussionsverweigerung, Sie sind mehrfach eingeladen worden, kommen Sie doch nach Lindenfeld, stellen Sie sich der Diskussion, Sie sind nie gekommen. Deswegen war die Empörung jetzt so groß, dass Sie im Wintergarten waren, ohne dass auch da jemandem mal Bescheid zu sagen. Und Sie hätten sozusagen sich der Diskussion stellen müssen. Und diese Auffassung vertritt nicht nur die SPD, die vertritt Ihre eigene Partei vor Ort. Meine Damen und Herren, ich könnte Ihnen da einige Zitate, Sie können einige Zitate an dieser Stelle vorlesen. Deswegen sage ich noch einmal, die Tür ist verhältnismäßig zu. Ich finde das sehr bedauerlich. Trotzdem sollten Sie noch einmal über die Frage Modellcharakter und ob wir nicht mit Lindenfels darüber nachdenken, einen solchen Modellcharakter mal aufzubauen und in die Erfahrung hineinzugehen. Das finde ich wäre dringend notwendig. Das wird dann eine Anschubfinanzierung brauchen. Man wird vielleicht auch an diesem Projekt lernen. Aber so alles sozusagen vom Tisch zu wischen, zu sagen, das ist nicht rentabel und damit ist für uns Ende der Debatte, finde ich wirklich, das sage ich auch als Finanz- und Haushaltspolitiker, das finde ich dem ländlichen Raum nicht angemessen. Herzlichen Dank für Ihre Zuhörer. Vielen Dank. Wort hat der Kollege Peter Stephan, CDU-Fraktion. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, dieses Krankenhaus Lindenfels ist im ländlichen Raum meines Wahlkreises. Und es hat auch mich berührt, dass es nicht gelungen ist, dieses neue Konzept so aufzusetzen, dass es flugfähig geworden wäre. Ich glaube, alle waren sich einig nachher, dass das alte Haus in der Konstruktion, wie es war, so nicht wirtschaftlich führbar war. Es ist lange darüber gesprochen worden. Und die Leistung, die Dr. Walig mit dem Team, Dr. Walig, der Chefarzt Chirurgie dieses Luisenkrankenhauses, geleistet hat, um dieses neue Konzept voranzubringen, verdient aus meiner Sicht eine außerordentlich hohe Würdigung. Er hat sich ungeheuer eingesetzt. Er war immer erreichbar, auch wenn ich mit ihm gesprochen hatte oder er etwas brauchte, war ich für ihn erreichbar. Ich habe auch Zeit investiert, Urlaube und was auch immer, um einfach zu helfen, dieses Konzept zum Fliegen zu bringen. Es ist im Endeffekt nicht gelungen. Das müssen wir so konstatieren. Es ist sehr viel darüber gesprochen worden, was die Gründe sind. Und den Gründen muss man sich auch stellen. Und das Konzept, das Landrat Engelhardt sehr früh schon präferiert hatte, nämlich das Thema ein MVZ Plus, das ist das, was wir jetzt realisieren müssen für diese Region. Und da geht es nicht nur um den Kreis Bergstraße, da geht es auch um Regionen im Odenwaldkreis und Darmstadt-Dieburg. Und ich sage Ihnen auch ganz deutlich, von dort hat mir auch Unterstützung gefehlt. Dort hat auch Unterstützung gefehlt für dieses Konzept. Aber darüber hinaus, ich muss zumindest mal zwei, drei Dinge hier sagen als Antwort auf Anschuldigungen, die hier gesagt worden sind. Elan. Ich würde Sie bitten, lassen Sie sich von Bürgermeister Helbig mal sein Schreiben vom 30.03.2016 übersenden, wo er seine Bedingungen genannt hat, unter denen Lindenfels an dem Konzept mitarbeiten könnte. Lassen Sie sich das einfach mal schicken. Lesen Sie das mal nach. Dann wissen Sie, was nicht Elan ist, Kolleginnen und Kollegen. Das hat mit Schutzschirm nichts zu tun, Herr Schmidt. Das hat mit Schutzschirm überhaupt nichts zu tun. Wenn ich mich nicht hinstelle und sage, ich tue alles, was ich kann, um dieses Krankenhaus Neue Luise zu retten, dann ist das einfach wenig Elan. Zweitens, zum Zweiten. Es ging um die Frage Trägerschaft einer solchen Luise Light.
Und der Gedanke, dass da ein anonymer Treuhandrechtsanwalt das machen könne, das war nicht tragbar. Ich habe dann vorgeschlagen, macht eine Betreibergesellschaft, die Stadt soll mit dazu und auch die Genossenschaft, die neue Bürgergenossenschaft. Im Übrigen halte ich das Prinzip der Bürgergenossenschaft dort für ein exzellentes Modell, das unbedingt weiterverfolgt werden muss. Darum ging es. Ja, dann hat die Stadt, dann, Herr Schmidt, langsam, hat die CDU-Fraktion, LWG-CDU-Fraktion, den Antrag gestellt, dass sich die Stadt mit 150.000 € beteiligt. Verkauf eines alten Gebäudes, Einbringung in die Gesellschaft. Sie hat den Beschluss eingebracht, und die SPD in Lindenfels hat beantragt, das machen wir aber nur dann, wenn irgendeiner da ist, der uns jedes Risiko wegnimmt und eine Bürgschaft gibt. So viel zur SPD in Lindenfels. Hätten die damals gesagt, wir sind bereit, für dieses wichtige Haus, für uns, für die Region auch 150.000 € zu investieren, mit dem Risiko, dass das Geld weg ist irgendwann, dann wäre es sicherlich auch leichter gewesen. Und dass man das dem Bürgermeister zweimal in großer Runde im Finanzministerium sagen musste, Herr Schmidt, das zeigt, wo der Elan nicht ist. Hätte die CDU nicht damals mit der LWG gemeinsam, ich glaube, die FDP hat es unterstützt, ich kann es Ihnen nicht genau sagen, das nicht überhaupt zum Laufen gebracht, wären wir schon relativ früh an der Stelle fertig gewesen. Und ein drittes als Abschluss, und das hat mich auch zwei Dinge eigentlich gefuchst. Wir hatten im Dezember Kreistagssitzung. Da kommt der erste Stadtrat, Stellvertreter des Bürgermeisters SPD, stellt sich ans Pult, hält eine Rede zum Krankenhaus, nimmt seinen Ordner in den Arm und sagt, und ich mache das zum Wahlkampfthema. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das weicht deutlich ab von dem in Bensheim. Dort ist das Krankenhaus gerettet. Dort hat der Bürgermeister alle Fraktionen zusammengeholt. Dann hat man sich geeinigt, es wird kein Wahlkampfthema. Dann hat man gekämpft, und dieses Krankenhaus ist gerettet. Auch das müssen wir sehen. Es gab drei Krankenhäuser in der Insolvenz. Eins ist durch. Lambertheim wird auch durchkommen. In Lindenfels im ländlichen Raum hat es nicht geklappt. Ich bedauere das. Ich hochachte die Leistung der Menschen dort, die gekämpft haben für diese Luise Leit. Und wir müssen jetzt schauen, und da stimme ich auch denen zu, die es gesagt haben, dass wir das Engagement, was die Menschen gezeigt haben für der Führung Dr. Warlig, dass wir das jetzt positiv umsetzen und an dieser Stelle vorankommen und ein ganz System, ein Krankenhauskonzept dann auch haben. MVZ plus möglicherweise, das ist meine Idee, mit ambulantem Operieren, dass wir dort auch dann die Gesundheitsversorgung weiter sicherstellen können. Dazu erwarte ich dann auch die Unterstützung der Nachbarkreise, denn die sind auch davon betroffen. Das ist nicht allein eine Frage des Kreises Bergstraße. Wie gesagt, auch mir fällt es schwer, darüber zu reden, weil auch ich enttäuscht bin, dass es nicht gelungen ist. Aber ich bin Realist genug, um zu sagen, es war ein guter Kampf, es war ein sorgfältiger Kampf. Im Endeffekt hat es nicht geklappt. Damit müssen wir leben, und jetzt müssen wir uns das neue Ziel vornehmen, MVZ Plus in Lindenfels für die Region zu realisieren. Danke schön. Vielen Dank, Kollege Stephan. Wir sind am Ende der Debatte. Der Kollege Markus Bocklet hat darum gebeten, das Wort zu erhalten für eine persönliche Bemerkung. Ich weise darauf hin, dass nach § 81 unserer Geschäftsordnung persönliche Bemerkung, das Mitglied des Landtags darf nur Angriffe auf die eigene Person zurückweisen oder eigene Ausführungen berichtigen. Kollege Bocklet, du hast das Wort. Herr Präsident, dann gilt das für das Letztere. Ich möchte eine eigene Aussage berichtigen. Ich habe gesagt, DIE LINKE setzt sich auf jede noch so sehr dahergelaufene Protestbewegung, ohne sie auf den Inhalt zu prüfen. Das erweckt den Eindruck, ich würde die Protestbewegung dort diskreditieren, die mit 20.000 Unterschriften eine sehr respektable ist. Mehr als das. Und es gilt jede Protestbewegung, ob 20.000 Unterschriften, 2.000 oder 200 Unterschriften, auf ihren Gehalt zu prüfen, ernst zu nehmen und sie darauf dann auch zu diskutieren. Deswegen bitte ich, diesen Eindruck zu korrigieren zu dürfen. Was natürlich bleibt, ist der Ärger, dass DIE LINKE sich auf jede Protestbewegung setzt und angesichts der Komplexität und der Sensibilität des Themas, die Komplexität und Sensibilität dieses Themas eine gefährliche Stimmung erzeugt. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Kollege Bocklet, für diese persönliche Bemerkung. Damit ist der Punkt 64 behandelt. Bevor wir zum nächsten Punkt kommen, weise ich darauf hin, dass noch verteilt ist der Dringliche Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Abstimmung im Bundesrat über sichere Herkunftsstaaten, Drucksache 19/3516. Dringlichkeit wird bejaht. Dann wird das Punkt 75. Und nach 66 wird das ohne Aussprache abgestimmt. Außerdem eingegangen. Das Teil ist ein dringlicher Antrag der Fraktion der FDP betreffend Erweiterung sicherer Herkunftsstaaten im Bundesrat zustimmen, Drucksache 19/3517. Auch hier wird die Dringlichkeit bejaht. Das gibt
Tagesordnungspunkt 76 kann ebenfalls nach 66 ohne Aussprache abgestimmt werden. Weiterhin eingegangen und verteilt ist ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Vergabeverfahren beim Bau des Regionalflughafens Kassel-Calden, sachgerecht analysieren, Vergabeverstöße aufklären, Betriebskonzept 2017 usw., Drucksache 19/3518. Auch hier wird die Dringlichkeit bejaht. Dieser Dringliche Entschließungsantrag Top 77 kann, wenn keiner widerspricht, mit dem Tagesordnungspunkt 33 zu diesem Thema aufgerufen werden. Das ist der Fall. Dann haben wir das so in der Tagesordnung in Ordnung.